sobald du in der Vene bist, sobald du getroffen hast und in der Vene bist mit der Nadel, kommt schon der Geschmack. Das geht in einem Bruchteil von einer Sekunde, wupp, ist der Geschmack da. Ganz massig hast du den im Hals sitzen und auf der Zunge, den Koksgeschmack. Auch bei Heroin ist genau das Gleiche. Also kommt der Geschmack genauso schnell durch. Koks ist vielleicht noch ein bisschen schneller, ich weiß es gar nicht so genau. Ich habe nicht den hundertprozentigen Vergleich zu Shore. Aber bei Koks ist so, sobald das in der Vene ist, du hast noch nicht abgedrückt. Ist nur, du siehst nur, du bist drin, weil Blut kommt. Also reinläuft in die Spritze. Dann hast du schon den Geschmack. Wenn du dann abgedrückt hast, dann kommt es und rattert er dir durch den Schädel. Bis er weit genug weg ist. Ich habe mir halt solche Ladungen gemacht, dass wenn ich die Hälfte drin hatte, dass der Zug schon so durch meinen Schädel ist, dass ich direkt so wieder. Und dann fingen mir die Augen an zu drehen, Hitzeblick voll geflimmert so und dann versucht den Rest dann reinzukriegen und dann passiert, ja, hast du immer so ein Massaker dann am Ende. Ich bin Rechtshänder, ich habe mit links versucht zu ballern. Alter, weißt du, wie das aussah hinter meinem Arm? Kann ich meinen Namen nicht schreiben, aber spritzen oder was, habe ich auch gemacht. Aber ja, so dementsprechend sah der rechte Arm immer aus. Links war erstmal, hat gut geklappt eine ganze Zeit lang. Also besser als am rechten Arm mit links abgedrückt, das ging gar nicht immer. Schussgeil ist nochmal ein Phänomen für sich, passiert im Normalfall auch nur Leuten, die also Koks-Cocktails oder Koks pur knallen, also aber auch hauptsächlich beim Purballern. Der Kopf setzt dann ja direkt aus, sobald das Koks im Schädel ist und man muss sich das so vorstellen, die Leute setzen sich den Schuss, also die ziehen Blut an, drücken ab, dann merken sie, oh, ist ganz schön heftig, haben noch nicht alles drin, bleiben drin, ziehen nochmal Blut an, drücken, ziehen wieder Blut an, drücken, ziehen wieder Blut an, drücken ab. Der Zug ist schon durchgefahren. Muss dir vorstellen, das geht dann eine halbe, dreiviertel Stunde so, dass die Nadel da drin bleibt und die ziehen immer wieder an und drücken ab. Schussgeil, du willst einfach nochmal abdrücken und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Obwohl du immer nur wieder dein eigenes Blut anziehst und abdrückst. Ganz perverses Ding so. Und das erst, wenn der Zug so weit weg ist, ist, oh, wird dir rausgeholt. Und dann fängt schon an mit dem nächsten wieder. Und deswegen sehen die Arme hinterher auch so aus. Und weil man nicht trifft, also ich auf jeden Fall dann nicht mehr und viele andere auch, weil sie immer wieder daneben. Und wenn sie dann drin sind, dann fängt dieses, ich zieh nochmal an und drück ab und zieh nochmal an und drück ab Spiel. Und dann bist du plötzlich wieder raus aus der Vene und dann ist die Pumpe voll mit Blut und dann so entstehen diese ganz ekelhaften Spiele. Und dann hinter 15, 20 versaute Pumpen, alle, überall ist Blut drin und nur die Hälfte abgedrückt und so, liegt auf den Tisch verteilt und so ein Scheiß. Und überall sifft es raus und hier eine kleine Beule und da eine kleine Beule und da und dort. Und überall tut es weh, trotz des Koks. Ja. Ganz ekelhaft. Das ist schussgeil. Man zieht immer wieder an und drückt ab und zieht an und drückt ab und zieht an und drückt ab. Das kann ich dir gar nicht so genau sagen, was daran so geil ist. Das passiert einfach. Im Grunde ist es nur eine Tortur die ganze Zeit. Voll das Massaker. Aber ja, man ist auch ja, geistig behindert in dem Moment. Wirklich richtig, gar nicht, also man kann das gar nicht richtig steuern, also gar nicht steuern. Nicht mal ansatzweise, also richtig steuern geht nicht, aber ich konnte das gar nicht steuern. Ich habe dann einfach nur noch gehandelt, ich habe das gemacht. Nebenbei habe ich gedacht, das weiß ich, das war immer dann auch, Hör auf damit. Und ich habe nicht aufgehört. Es geht nicht. Ich mache es trotzdem. Obwohl ich mir selber sage, lass es, mach das nicht. Mach das nicht. Zieh raus, schmeiß weg. Das ist kaputt. Das kriegst du nicht mehr rein. Trotzdem, ich mache trotzdem weiter. Ganz pervers. Bis es wirklich nicht mehr geht. Bis der Zug so weit weg ist, den ich mir eben verpasst habe, dass ich wirklich dann im Moment raffe und weg damit. Am besten direkt die Nadel kaputt. Umknicken, okay, kann ich nicht mehr benutzen, brauche ich gar nicht mehr in die Hand nehmen. Eventuell, und vielleicht kommt auch noch mal kurz Geschmack hoch oder sonstiges, oder und das rauscht noch mal kurz im Kopf, aber das ist, weil da vielleicht noch Reste, Anhaftungen drin sind. Aber wenn du zweimal Blut komplett aufgezogen hast und abgedrückt hast, dann ist die Pumpe sauber, also dann ist da nichts mehr drin, was dich wegschießt, wenn du so die ganze Ladung vertragen hast. Dann die Reste, die dann noch übrig sind in der Pumpe, die lohnen sich nicht mehr, damit Blut rauszuspülen. Aber man macht es trotzdem. Also 10, 20, 30 Mal nochmal aufziehen und abdrücken ist gar nichts Seltenes. Und
dementsprechend sieht man halt auch aus, weil im Grunde hat man, obwohl man nur einen Druck gemacht hat, 30 Mal geballert oder 15, 20 Mal, weil man immer wieder auch raus aus der Vene und wieder rein und oh, hör auf. Wird mir heute noch ganz anders. Ich bin Kritze drauf. Und dann macht immer 30, 40 solche Drücke am Tag, wo du eigentlich bei jedem Druck schon mindestens 10 Mal, 15 Mal eigentlich dir eine Nadel gesetzt hast. Dann weißt du, wie du aussiehst. Hast ja schon einen blauen Fleck, wenn ihr ein guter Arzt Blut abnimmt, ein bisschen mehr. In der Vene kriegst du ein Pflaster drauf und dann hast du zwei Tage so einen blauen Fleck. Ich habe keine Fleischfarben mehr gehabt. Das war alles grün und blau, komplett.